So, moin moin, hallo und konnichiwa, hier ist wieder euer White Panthera, heute mit dem Tutorial zum Karatimen. Gleichzeitig begrüße ich auch meinen Timeschüler bei mir aus dem Team, das ist der Domikun. Der lernt jetzt gleich neben euch parallel das Karatimen. Dafür öffnen wir einfach mal die Aegisub. Und zwar mit der Datei, jetzt lasst mich mal ganz kurz gucken, da. Also wir machen das jetzt, Domikun und ich machen das jetzt mit der Datei Juva Mushi Pedal Ending Lehrmaterial ASS. Dafür braucht ihr dann dementsprechend auch natürlich, wenn ihr dann timet, eure eigene Lyrics bzw. Romanji übersetzte Datei und natürlich auch das ein passendes Video dazu. Ihr könnt irgendein Folgenvideo nehmen, wo dann auch das dementsprechende Ending dann gesungen wird. So, wir arbeiten hier mit der Aegisub Version 3.1.2 und gehen dann wie folgt vor. Wir haben jetzt das Video und die Audio eingeladen. Audio ist oben ja zu sehen. Ich habe das Video jetzt davon abgekoppelt und habe es nach unten gesetzt. Wir haben jetzt eine Leerzeile und dann geht es dann auch gleich los mit der nächsten Zeile. Aegisub Karaoke funktioniert folgendermaßen. Ihr habt als Originalbild, habt ihr jetzt diese Zeilenangabe und hier direkt über den Style Font, ich habe den jetzt erstmal nach mir benannt, habt ihr hier einen Button, der nennt sich Karaoke Modus ein- und ausschalten. Schalten wir mal ein. So, was man speziell beim Karaoke-Time beachten muss, ist, dass es ganz genau getimed ist. Da darf kein Lied in, kein Lied out sein. Das gucken wir ganz einfach mal nach, indem wir hier nochmal drauf drücken und uns das anhören. Und da merken wir nämlich auch gleich, wir haben ein Lied in. Das müssen wir dann alles dementsprechend anpassen. Und zwar in der Normalwelt, und zwar so, wie wir das sonst auch immer gemacht haben, ganz einfach, indem wir normal time und diesmal aber kein Lead in und Lead out fade lassen. Und das würde dann bis hier gehen. Also hier wäre dann der Anfang. Hier wäre dann der Anfang dann hier vorne. So, jetzt muss man hier dann auch gucken. Da geht es nämlich ein klein wenig weiter. Und das machen wir jetzt mal die ganzen Zeilen lang. Also bei uns sind es jetzt nur 12 Zeilen. Das ist ganz günstig für dieses Lehrvideo für euch. Da es dann auch nicht ganz so lange dauert, bis wir das komplett durch haben. Worauf ihr jetzt allerdings achten müsst, ihr könnt diese Zeilen jetzt nicht nachtimen, wenn ihr im Karaoke-Modus seid. Das heißt, ihr müsst euch den Karaoke-Modus erstmal wieder ausschalten, damit ihr das dann machen könnt. Also damit ihr die Zeilen ganz genau timen könnt, müsst ihr außerhalb des Karaoke-Moduses sein.
Hat folgenden Hintergrund: Im Karaoke-Modus könnt ihr nämlich nur innerhalb der getimten Zeilen arbeiten. Also da könnt ihr die Zeit, die ihr vorher festgelegt habt, wie lang es ist oder wie lang die Zeilen angezeigt werden, könnt ihr da nicht mehr verändern. Ihr könnt dann nur noch die einzelnen Silben verändern, wie lange welche denn angezeigt wird, beziehungsweise wie lange der Effekt denn dazu angezeigt wird. So, ich schalte es dann wieder aus, damit ich dann hier noch schnell weitermachen kann. Und wie gesagt, immer schön darauf achten, kein Lead in und kein Lead out. Selber mal verklickt. Kommt durchaus mal vor, da ich nämlich auch mit der linken und rechten Maustaste arbeite. Wie es ja standardmäßig ist. So, hier nur mal ein kleiner Test. Das hier gehört noch mit dazu. Dieser kleine Bereich hier hinten gehört noch dazu. Wenn ich den jetzt da rausnehme, hört man auch gleich, dass es fehlt. Gehört. Wunderbar. So, und gleich sind wir fertig. Wir machen jetzt nur noch schnell die letzten zwei Zeilen und dann kann es auch dann mit dem Karaoke-Timen an sich richtig losgehen. Das, was ihr jetzt noch macht, ist die richtige Vorbereitung dazu. Denn wer weiß, vielleicht habt ihr euch das selber nicht getimt, sondern habt das getimt bekommen, so wie ich das dieses Mal auch hatte. Dann muss man das dann immer noch mal kontrollieren. So, bei dem letzten, besonders jetzt bei dieser Zeile von diesem Ending, Karaoke-Ending, denn was es ja werden soll, lasse ich ein bisschen Lead out. Ganz einfach aus dem Effekt heraus, wie es dann gleich im Video zu sehen ist. Wenn man sich das mal anguckt, können wir euch ja gleich mal zeigen. Damit es nicht gleich komplett aufhört, sondern einfach wie er jetzt hier mit dem Fahrrad fährt, dann verschwindet. Das ein sanfter Übergang ist. So, das hätten wir dann. Und jetzt geht es dann auch schon gleich los. Jetzt hier noch mal kurz gucken, ob wir hier auch das richtige Anfang haben. So passt das. So, jetzt nehmen wir, ist hier unten wieder eine Zeile entstanden, die löschen wir ganz einfach. So, und jetzt gehen wir auf die erste Zeile, wo getimt werden kann, also wo Text drin ist, und gehen in den Karaoke-Modus. So, jetzt muss man immer Folgendes beachten. Wir haben ja jetzt dann hier die verschiedenen Worte. Das sind alle natürlich in Romanji. Man kann das dann auch, wer natürlich dann dementsprechend auch Kanji oder Katakana lesen kann, der kann das natürlich auch mit Kanji und Katakana machen. Die meisten von uns können allerdings leider nur Romanji lesen. So, und bei Romanji, das ist halt die römische Schrift, so wie wir die nutzen. Und ist für uns ja auch einfacher, weil wir da nämlich den Ton dann auch aufgrund des Buchstaben heraushören können. So, ich trinke nebenbei und rauche nebenbei noch ein bisschen. Ich hoffe, das stört euch nicht. So, also, was müssen wir jetzt hier beachten? Wir müssen hier Folgendes beachten, dass wir halt die richtige Silbentrennung machen.
Dafür hören wir uns das Ganze mal an, und zwar nicht mit dem ersten Play-Button, sondern mit dem zweiten Play-Button. So, jetzt haben wir uns die ganze Zeile mal angehört. Und jetzt müssen wir neben der Silbentrennung müssen wir auch die Pausen mit einhalten. Es gibt viele Karatheimer, die Pausen nicht mit einhalten. Da ist es denn nicht ganz so schön, vor allen Dingen für den Kara-FXler, wenn man einen Kara-FXler hat. Der muss das dann immer noch nacharbeiten. So, wir nutzen aber auch, oder wir machen auch die Pausen mit rein. So, jetzt höre ich mir das Ganze nochmal an. So, trennen tut man eigentlich immer so, dass man als Anfangsbuchstaben einen Konsonanten. Da frage ich gleich mal bei mir im Team nach, da ich da immer durcheinander komme, aber wir haben ja hier fleißige Teammitglieder. Domi Kuhn, was ist ein NMBCD? Sind das Konsonanten oder Vokale? Sind Konsonanten, richtig? Gut. Man fängt nämlich immer so an, dass man als Anfangsbuchstaben einen Konsonanten hat. Wenn möglich, auch am Ende ein Vokal hat. Aber es kommt auch durchaus mal vor, dass ein Vokal am Anfang steht und ein Konsonant am Ende steht. Das muss man dann ganz genau gucken. So, hier haben wir das, in dieser Zeile haben wir es jetzt nicht. Außer, nein, in dieser Zeile ist es tatsächlich nicht der Fall. Also trennen wir ganz einfach. Und zwar, wir haben jetzt hier oben, haben wir ja den Karaoke-Modus eingeschaltet, und hier haben wir nochmal die ganze Zeile. Jetzt klicken wir dann einfach nur mal mit der Maus rein, wo wir trennen wollen. Und zwar hier hinter dem E, hinter dem U, R, hinter dem A oder erst hinter dem I. Das kann man sich dann auch raushören. So, da hier jetzt Na-I gesungen wird, trennen wir das I auch noch ab. Dann hier das Mama, Jume, Wo, Ka, Sa, Ne. T. So, nun hören wir uns das ganze Ding nochmal an, weil irgendwo war zwischendurch auch noch eine Sprachpause. Und zwar hinter dem Mama. Zur Sicherheit nochmal hören. Genau, hinter dem Mama war jetzt noch eine Trennung. So, nun gehen wir folgendermaßen vor. Wir haben hier jetzt die verschiedenen Sprachabteilungen bzw. Silbenabteilungen. Und das machen wir dann folgendermaßen, indem wir jetzt hier in der ersten Zeile gehen, und dort haben wir jetzt dann überall die Trennungen, die senkrechten Trennungslinien, die gestrichelt dargestellt sind. Nun kann man das folgendermaßen machen: Man kann sich jede Zeile einfach, jede Spalte so anhören, dass man den ersten Play-Button nimmt. Und der zweite, wie gerade mitgekriegt, der spielt die ganze Zeile nochmal ab. Man kann es aber auch folgendermaßen machen. Man hat unten auf der Tastatur eine ganz natürlich die Space-Taste. Und die spielt auch immer das ab, was gerade markiert ist. Was gerade markiert ist, seht ihr dann, dass es dann farblich ein bisschen hervorgehoben ist, ein bisschen heller ist. Und nun gehen wir danach mal vor. Wir gucken jetzt, dass wir. Dass wir die Silben jetzt komplett fein trennen. Und da muss man dann wirklich feines Gehör haben. Manchmal hören sich die Buchstaben gar nicht so an, wie sie wirklich ausgesprochen werden. Das hat wirklich was damit dann zu tun, dass die Buchstaben extrem kurz gesprochen werden oder dass man die auch erst recht kurz hört oder nur in einem recht kurzen Moment hört und außerhalb des kompletten Wortes. Da muss man sich dann wirklich drauf konzentrieren. Da braucht man dann auch ein feines Gehör dafür, dass man die wirklich voneinander unterscheiden kann. Zum Beispiel beim E, I und G, also bei dem J bzw. bei dem Y, wird es manchmal richtig schwer. Es kann auch sein, mit dem A und E bei dem Romanji durcheinander zu kommen. Die Romanjis sind eigentlich richtig geschrieben, wie sie in Japanischen ausgesprochen werden. Bloß wir
hören da unter anderem bei Casa, zum Beispiel bei dem letzten hier, Casa Nete, müssten wir mal kurz hinhören. Da wird es nämlich Te, Casa Te ausgesprochen. So, man könnte es jetzt mit einem Ä versehen, würde allerdings natürlich auch ein bisschen umständlich sein, das dann umzusetzen. Weil viele Schriftfonts haben einfach das, den Buchstaben Ä nicht drin, deswegen nimmt man da dann auch das E. Das Ä kennt man auch im Japanischen so nicht, man spricht das dann wirklich in einer runderen Form des Es aus. So, also machen wir mal weiter. So, jetzt habt ihr bestimmt mitgekriegt, ich bin hier einfach mal, ohne dass ich die Maus genutzt habe, zwischen den verschiedenen Silben hin und her gesprungen. Das macht ihr ganz einfach mit den Pfeiltasten links und rechts. So, da haben wir dann schon wieder das M vom nächsten mit drinne. So, und das geht dann nämlich sogar bis hier vorne. Hier haben wir die, hier kommt es jetzt, dass wir die Pause drin haben. Und da haben wir ja vorhin hier eine Pause mit reingesetzt. Eine Sprachpause ist hier. Sprachpausen können kürzer sein, können aber auch länger sein. Man sagt jetzt so, Pausen innerhalb eines Wortes setzt man jetzt nicht ein. Man macht es dann wirklich zwischen den Worten. Es kann aber auch durchaus sein, dass eine längere Pause innerhalb eines Wortes ist. Dann muss man das ganz genau abwägen, ob man es macht oder nicht. So, ich guck mal kurz. Ich hatte eine Nachricht im Teamspeak, da war der Flo. Und da wurde gerade gefragt, ob wir auch das Encoden beibringen. Und das bringen wir natürlich auch bei. So. Dann gehen wir mal weiter hier im Text. So. So. Gut, damit er sich ein bisschen schuldig fühlt. Nein, er hat es natürlich nicht zerstört. Jetzt habt ihr nur ein bisschen was aus dem Team mitgekriegt. Und ein bisschen ganz kleiner Sarkasmus muss ja auch mit dabei sein. So, machen wir weiter. Jetzt stört er schon wieder. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So, damit auch die anderen Teammitglieder dann mitkriegen, dass ich nicht gestört werden will. Hoffentlich haben sie das jetzt auch kapiert. So, also weiter weg. Wir haben jetzt hier die Spalte drin und dann geht es natürlich ganz normal weiter. So, ich muss jetzt hier wieder reinklicken, damit ich auch ganz normal weitermachen kann. Das ist so, wenn ihr auf dem Rechner wart und unterbrochen worden seid, müsst ihr erstmal wieder in die Zeile klicken und dann in die Spalte, damit ihr dann auch wieder mit der Space und mit den Pfeiltasten arbeiten könnt.
Da muss man dann halt immer ganz genau aufpassen, wo denn die einzelnen Silben wirklich aufhören. So hören wir jetzt zum Beispiel hier bei Star. Sanete würde das jetzt zum Schluss heißen. Da haben wir zum Schluss noch das N. Und regeln das so weit, dass wir nur noch das Za hören. Es hört sich zwar nicht an, so wie das Za, wie wir sprechen würden, aber da muss man wirklich klein wenig Fantasie mit reinbringen, dass man sich die Buchstaben auch wirklich zurechtlegen kann. So, das Doofe ist, TD kann man immer ganz schlecht hören. Man hört es immer nur am Anfang richtig gut. So. Das T ist hier jetzt schon zu hören. Ganz schwach am Anfang. Wer jetzt ganz, 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 ganz pingelig wäre, was allerdings auch übertrieben wäre, würde hier auch noch mal eine Pause reinsetzen. So, jetzt haben wir die rausgenommen. So, Pausen setzt man, zusätzliche Trennungen setzt man immer hinter dem schon gesetzten, weil wenn man davor klickt, verschwindet das einfach wieder. Das heißt, immer dahinter klicken, beziehungsweise direkt vor dem Buchstaben. So. So, das kann man jetzt denn wirklich ganz pingelig nehmen. Da wird nämlich, wie man sieht, ist dort nur Hintergrundmusik. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Einfach mal über die normale Enter-Taste, nicht über die Enter-Taste im Ziffernblock. Über die normale Enter-Taste einfach mal entern. Und dann habt ihr schon die Zeilen dafür. Das Ganze kann man sich jetzt auch einmal im Video angucken, indem man sich das Video hochzieht. Ich mache es einfach immer so. Ich habe mir vorher eine Zeile angelegt, das war ja die vorherige Leerzeile, damit ich nicht direkt in das Kara rein starte. Wenn ich mir das angucke, ich setze dann das ganze Ding mal groß und spiele das einfach mal ab. So, bei mir ist es ein klein wenig verzogen. Das liegt daran, dass ich jetzt ja gerade auch das aufnehme. Und zwar in einer höchst hohen Qualität und das Video auch gleich umgewandelt wird. Das heißt, meine CPU und mein Arbeitsspeicher sind eigentlich relativ ausgelastet. Bei euch kommt es dann auch je nachdem drauf an, ob euer Aegis-Sub ein bisschen laggt oder nicht. Je nachdem seht ihr das dann auch ganz flüssig. Also das ganze Ding oder diese Arbeitsschritte macht man denn die ganzen, in diesem Fall restlichen 11 Zeilen, beziehungsweise eigentlich sind es ja 10 Zeilen, dann noch weiter durch und kann das Ganze denn dann abspeichern und dann an den Kara FXler weitergeben. So, dies wäre es denn dazu. Ich hoffe, es hat euch gefallen und hiermit verabschieden sich White Panthera und Domikun von dem Tutorial-Video fürs Karaoke-Timen.